Hallo zusammen, das hier ist Windows 10 und ich erzähle euch heute, ach ist das lange her, wisst ihr, was größer ist als 10? Richtig, Windows 11. Das Betriebssystem ist jetzt 111 Tage alt und ich mag heute mal genau diese Gelegenheit ergreifen und euch erzählen, warum ihr auf Windows 11 upgraden solltet. Aber vorher noch ein kurzes Wort von Vergangenheitselhorn. Windows 10 ist einfach ein unfassbar tolles Betriebssystem und wenn ich upgraden möchte, das ist natürlich fein, denn Windows 10 bleibt supported bis 2025. Da habt ihr es also ganz offiziell von Vergangenheitselhorn. Ihr habt absolut keinen Druck zu wechseln, warum ihr das aber trotzdem tun solltet, will ich euch heute verraten. Keine Sorge, ich arbeite keine Feature-Liste ab, sondern möchte einfach aus meiner persönlichen Erfahrung berichten, welche Features ich stark finde. Und ihr könnt dann in den Kommentaren sagen, ob ihr genauso denkt. Lasst uns direkt starten mit dem neuen Desktop. Wie ihr sicher mitbekommen habt, befindet sich das neue Startmenü jetzt in der Mitte des Bildschirms. Bevor ihr jetzt ganz zornig aufschreit, dass ihr es lieber links habt, wie es bisher der Fall war, kein Grund zur Sorge, das Menü lässt sich auch wieder nach links bewegen. Im Startmenü seht ihr dann die neue Struktur, mit der Windows 11 aufwartet. Angepinnte Apps für schnellen Zugang sowie basierend auf eurem Nutzungsverhalten empfohlene Inhalte. Egal ob Arbeit oder Entertainment, Windows 11 ermöglicht euch einen schnellen Zugang zu euren benötigten Inhalten. Selbstverständlich könnt ihr hier selbst ordnen und strukturieren, euch Apps anpinnen und Co., damit ihr euren eigenen Workflow kreieren könnt. Wenn wir schon beim Personalisieren sind, unter dem Einstellungsmenü gibt es dafür einen eigenen Reiter mit zahlreichen Optionen, die von Hintergrundeinstellungen über Taskleiste bis hin zu Schriftarten reichen und dafür da sind, euer Windows 11 Gerät auf euch anzupassen. Auch die angezeigten Inhalte des Startmenüs lassen sich hier einstellen. Nur um mal zu erkennen, wie das aussehen kann, seht ihr hier meinen persönlichen Desktop, der ein dunkles Design benutzt und ich bevorzuge einen roten Mauscursor. Und meine wichtigsten Apps habe ich direkt an der Taskleiste angepinnt. Den Desktop halte ich gerne sauber und setze so hier keine Shortcuts ein. Dafür habe ich ja das Startmenü. Wenn wir schon bei Screens sind, dann muss ich zugeben, bin ich auch ein großer Fan der neuen Task View. Die Funktion des Snap Layout und der virtuellen Desktops gibt es auch auf Windows 10, aber hier geht das Ganze noch einen Schritt weiter. Die Task View hat eine eigene Klickfläche in der Taskleiste, genau hier. Und schon seht ihr alle offenen Fenster, zusätzliche virtuelle Desktops und könnt diese schnell erreichen. Mit dem erweiterten Snap Layout könnt ihr die Screens so anordnen, wie ihr sie braucht. Einfach über den Maximieren-Button mit der Maus drüber gehen und euch wird angezeigt, wie ihr das Fenster ausrichten könnt. Gerade für Multitasker ein Segen. Kommen wir zu den Widgets. Hier seht ihr schön gesammelt in einem übersichtlichen Feed alle Informationen, die für euch von Relevanz sein könnten. Angaben wie Wetter oder Nachrichten sind für die meisten von uns interessant, aber auch hier habt ihr die Möglichkeit, die entsprechenden Widgets zu personalisieren. Wie ihr ja wisst, bin ich beispielsweise ein leidenschaftlicher Gamer, also füge ich den Reiter eSports einfach mal hinzu. Dann weiß ich auch immer Bescheid, wer gerade wo was spielt. Falls was besonders interessant ist, könnt ihr die integrierte Suchfunktion auch gleich nutzen, um mehr darüber herauszufinden. Wenn ihr euch im Feed gerne Nachrichten anzeigen lasst, landet ihr mit einem Klick direkt auf dem entsprechenden Artikel. Kommen wir aber zu meinem absoluten Favoriten. Wie kriegen wir mehr FPS aus unseren Lieblingsgames? Mit dem Game Mode sagt ihr eurem PC, dass ihr, naja, gamen wollt. Das bedeutet, euer Rechner allokiert mehr Ressourcen auf das Spiel, sprich weniger Aktivitäten im Hintergrund, keine Benachrichtigung von Windows Updates, eine Verschiebung der Updates und insgesamt eine einhergehende, stabilere Framerate. Damit bringt Microsoft uns Gamern ein echtes Luxusfeature. Wer auch immer das entwickelt hat, mögen deine Ärmel beim Händewaschen nie runterrutschen. Aber nicht nur Gamer sind bedient, sondern auch Menschen aus der IT. Zum einen wird mit Windows 11 der halbjährliche Rhythmus der Windows Updates unterbrochen zugunsten eines gesammelten Updates einmal im Jahr. Die kleineren Updates für Treiber und Sicherheitsfeatures wird es aber weiterhin wie gewohnt geben.
Insbesondere die Sicherheit kommt nicht zu kurz. Mit TPM 2.0, dem erforderlichen Secure Boot, Windows Hello und Co. vereinfacht sich Deployment und bleibt dennoch sicher auf allerlei böswillige Attacken. Gerade in einer immer hybrideren Arbeitswelt ein echter Gewinn. Und Hybrid ist hier das Stichwort, denn genau dafür wurde das gesamte Betriebssystem designt. Die Summe all dieser Features deutet natürlich schon darauf hin. Mehr Sicherheit und dabei trotzdem Flexibilität, die Integration von Teams direkt in die Startleiste, starke Personalisierung, alles darauf abgestimmt, dass sich das Weltbild und das Verständnis gegenüber dem modernen Arbeitsplatz massiv geändert hat. Das gilt natürlich nicht nur für Windows 11, sondern auch die umgebende Soft- und Hardware. Surface-Geräte, Microsoft 365 und sogar der Game Pass auf dem PC und via Cloud sind alle dafür gedacht, in der hybriden Zukunft euch bestens zu unterstützen. Und damit sind wir durch. Das sind wie gesagt meine persönlichen Gründe, warum ihr auf Windows 11 upgraden solltet. Ich bin natürlich gespannt auf eure Meinung, also ab in die Kommentare damit. Und wenn ihr schon da unten seid, liken und abonnieren nicht vergessen. Ich erlaub's euch. Da bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.